jetzt lass mich endlich rein. Es gibt doch für dich eh kein Entkommen mehr. Kein Entkommen. Durchs Fenster, Jule. Oh, wie süß. Mein Gott, fahr doch da vorne. Warum habe ich eigentlich Blaulicht an? Mann, ich hoffe, dass wir rechtzeitig noch ankommen und dieses kranke Schwein Jule nichts angetan hat. Ich könnte mir den Arsch schmeißen, dass wir schon darauf reingefallen sind. Jule, geht mich jetzt hier nicht an. Es ist ein Freizeichen, aber es nimmt einfach keiner ab. Scheiße, dann ruf doch mal die Polizei an oder so. Mein Akku ist leer. Was? Mein Akku ist leer. Gib mal dein Handy. Und du sollst fahren, du Otto! Dein Akku ist auch leer. Was? Ja, wahrscheinlich haben wir den Akku verbraucht wegen der Leuchten und Scheiße, ja, ich würde. Das Netz. Leitstelle Köln von 3-1. Fuck. Ja, Leitstelle Köln. Wir brauchen mal sofort die Polizei in der Rettungswache 3. Da geht irgendein kranker Scheiß ab. Schick bitte sofort eine Streife dahin. Ja, hab ich verstanden. Fuck, ey. Setz dich. Setz dich hin, Jule. Ich muss ja schließlich noch einen kleinen Eingriff an deinem Gesicht vornehmen. Hm? Vergessen? Damit auch Marc, der Mann, dem du mich bisher immer vorgezogen hast, dich nicht mehr ganz so attraktiv findet. Aber keine Sorge, Jule. Ich werde dich immer attraktiv finden. Weißt du doch. Du stehst jetzt aber auf. Du kommst mit mir, Jule. Steh auf. Nein. Steh auf. Komm mit mir. Komm mit mir. Jule, Jule, Jule. Schön, dich zu sehen. Mir tut es doch auch leid, aber ich glaube, ich muss jetzt mit Hilfe dieses kleinen, süßen Fläschchens, du guckst dir genau an, wenn wir dein Gesicht etwas zerstören müssen. Jetzt abgeschlossen, hast du Schlüssel? Ja, hab ich. Scheiße! Ach, Jule. Ich wäre auch lieber mit dir alt geworden, mit deiner Schönheit über die ganzen Jahre, aber du hast mir ja keine andere Wahl gelassen. Und dich hört hier noch niemand. Das kannst du noch so lange versuchen, wie du möchtest. Hm? Dich hört hier keiner, Jule. Du hast mir einfach keine andere Wahl gelassen. So einfach mache ich es dir nicht. Hm? Tobi. Tobi liegt da. Pipette brauche ich gar nicht. Dann nehme ich lieber direkt die ganze Flasche. Ja, alles wird gut. Komm mal her, Mann. Spielst du oder was? Fickst du noch ganz sauber? Bleib hier, kranke Schweine! Bleib hier, hab ich gesagt! Scheiße, alles okay bei dir? Ja? Geht's? Oh. Alte Säure da! Geht's dir gut? Marc, oh. Dein Bein! Scheiße. Ey, ich muss nur in die Dusche. Hast du die Handschuhe? Fuck, fuck, fuck. Zieh dich aus. Mach zu!
Danke, dass du mich gerettet hast. So selbstverständlich. Das habe ich gerne gemacht. Wie geht's deinem Bein? Tut's doll weh? Oh, es geht so. Aber mach dir mal keine Sorgen um mich, ja? Ich werde schon wieder. Damit sich die Verätzung nicht manifestiert, ist ja klar, dass wir dann mal ins Krankenhaus fahren. Ja, ja, klar. So, den Herrn Schneider konnten wir leider nicht mehr finden. Wir haben zwar alles abgesucht, aber ja, das ist ernsthaft? Nicht gut. Ja. Ja, kann ja nicht sein, dass der Typ schon wieder über alle Berge ist. Ja. Oh, meine Fresse, ey. Okay, ich fahr mit. Nee, nee, halt. Sie bleiben hier, Sie müssen wir noch vernehmen. Nee, wir brauchen noch Ihre Aussage. Nee, ich fahr doch mit. Ist schon okay. Mach du deine Aussage und dann kommst einfach nach. Weiß nicht, Mel, willst du dann hierbleiben? Dann kommt ihr zusammen. Ja, dann fährt Tobi und dann Doktor mich alleine. Das geht schon. Wäre schon wichtig. Dann bringe ich dich gleich noch eine Aussage. Okay. Ja. Kommen Sie mal eben mit zu später. Kommen Sie mal eben mit zu unserem Wagen. Ja. So, dann bräuchte ich mal erstmal Ihre Personalien. Ja, Julia Klaassen. Ja. Aber alle nennen mich immer nur Jule. Jule. Ich will nur wissen, ob alles gut gegangen ist. Warum kann da keiner kommen? Jule, du kennst das. Ja, aber ich will doch nur wissen, ob alles gut ist oder ob noch irgendwas. Wenn die Infos haben, dann kommen die. Wir sind sicher noch in einer Untersuchung oder so. Ja. Mach dir keinen Kopf. Das ist ein bisschen Säure gewesen. Das ist nichts für die Leute. Ja, aber nachher, weißt du nicht, nachher ist irgendwie das noch durchgegangen in Muskel oder keine Ahnung. Glaub ich nicht. Ich weiß es nicht. Geht doch nicht vom Schlimmsten aus. Warten wir erst mal. Kanare nicht im Zimmer, sondern in der Notaufnahme und im OP. Richtig. Recht hat er. Ach, ist der Arzt. Und? Also ist alles in Ordnung? Ist alles gut? Die Behandlung von Herrn Reuters Oberschenkel ist gut verlaufen. Hat nochmal Glück im Unglück gehabt. Okay. Aber was er jetzt unbedingt braucht, ist Ruhe. Mhm. Wirklich wichtig. Aber ich kann kurz. Sie können kurz. Ja. Du bist so verrückt. Bin ich verrückt? Doch. Ich würde das immer wieder für dich machen. Danke. Ich doch. Alles gut. Heute. Ach, die ist auch mitgenommen. Wie geht's dir? Ach ja, es geht so. Ich hoffe das nur irgendwie, dass es mittlerweile zur Routine wird für euch, dass ihr mich hier so. Ich frage mich schon, ob du mir Konkurrenz machen willst mit Krankenhausaufenthalt. Ja, besser nicht. Das ist schon wieder. Guck mal. Ist noch da. Alex. Warte, du musst ja gucken, ob alle wichtigen Körperteile noch dran sind. Ist noch dran. Ist das überhaupt gut, dass ich hier bin? Wieso? Wegen Sebastian. Fällt mir gerade so ein. Meinst du, er kommt her oder was? Ja, weiß ich nicht. Das ist doch Quatsch, hier ist alles voll Kameras, die Polizei weiß Bescheid. Das wäre ja richtig dämlich. Apropos Sebastian, wo schläfst du eigentlich? Hä? Also, wo schläfst du heute Nacht? Zu Hause, denke ich. In der WG. Ja, aber Jan und ich arbeiten heute die ganze Nacht. Also, es wird keiner da sein. Okay, das ist scheiße. Jetzt bei uns? Jo. Gute Idee. Geht das? Klar. Also die Polizei. Platz. Ja. Wir gehen bei uns schlafen. Weil die Polizei hat mir auch Polizeischutz in Aussicht gestellt, aber ich glaube, das dauert alles, bis das durchgeht. Da habe ich das frühestens, wenn überhaupt morgen. Aber ich habe Alex, der beschützt alle. Ja. Entschuldigung, ich hatte Ihnen ja gesagt, Herr Reuter braucht unbedingt Ruhe. Ich möchte daher bitten, dass Sie jetzt alle gehen. Okay. Ich brauche Ruhe, Leute. Alter, nicht zu lange ausfallen, ne? Ich kann nicht alles immer ersetzen. Ja. Weißt du, Reuters ist stark. Reuters. Okay. Schön, dass du da bist. Reuter, ich hätte noch mal Ihre Blutwerte hier vorne. Ja, okay. Noch mal anschauen. Schauen. Danke. Wo möchtest du schlafen? Möchtest du zwischen uns schlafen? Also neben mir? Ich schlafe in der Mitte? Aber er steht auf der Couch. Also neben mir? Möchtest du so neben mir schlafen? The moment when the light is red before you go. The moment when the curtain's down before the show. Brauchst du Zucker oder sowas? Nee, danke. Danke, dass ich hier schlafen kann. Danke.
Wir haben auch genug Platz. Ich hab dir hinten ein Handtuch und ein Schlafshirt hingelegt, also wenn du gleich duschen willst, ne? Guck mal, du musst ja ihre Zimmer ist fertig. Mega schreckt. Sorry, hab ich nicht. Danke, gerne. Ich bin hinten, wenn was ist. Bett ist neu bezogen, gelüftet. Hab ich gesehen. Was? Ich komm auch gleich, ich muss noch duschen. Wenn du noch was brauchst, weg uns gerne, okay? Tür habe ich abgeschlossen und oben rechts die Flasche, falls du nicht schlafen kannst. Mach dir einen. Dankeschön. Gute Nacht. Schlaf gut. Polizeischutz hin oder her. Ich fühle mich einfach nicht sicher. Vielleicht sollte ich die Waffe behalten, bis Sebastian endlich geschnappt wurde.